Christoph, fällt dir was auf? Das sieht schrecklich vegan aus. Ja, und guck mal, und vor allem, es gibt Wasser dazu. Und der macht ein Foto. Ich glaube, der Alex ist ein Hipster geworden. Yo, 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 yo! Yolo, yolo, meine YouTube-Freunde. Ja, yeah, jetzt heute neues Fressi Fressi vom Alex für euch. Meins. Ah, lecker, 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 lecker. Weil viel Gemüse. Mann, das ist ganz witzig gesagt, oder? Das ist schrecklich. Der Abwachtrainer am Rad, ey. Das sind die Vorbereitungen für die lange Tour. Ah, deswegen gibt es gesunde Ernährung. Wenn man nämlich gesunde Ernährung hat, kann man nämlich auch kann man länger aushalten. Zum Beispiel? Deswegen sind wir heute hier auch im Wald, weil der Philipp ist hoch gejoggt auf die, wir sind hier? Kleine Kalmiet sind wir. Das stimmt doch gar nicht. Das ist ein Weinbiethaus. Wir haben einfach heute Vatertag gefeiert, sind ein bisschen spazieren gegangen und haben den Buh mitgenommen. Wir wissen ja, wie Vater eine Woche ist jetzt halt. Auf dem Weg hier nuff, ne? War lange, lange Strecke. Ja. Und wir müssen, wie gesagt, müssen uns vorbereiten, deswegen haben wir den Philipp mitgenommen. Nee, deswegen haben wir gesundes Essen, das war das Thema. Gesundes Essen. Ah ja, gesundes Essen. Und gesundes Essen. Und Waldluft. Waldluft und gesundes Essen. Und nicht vergessen, Wasser trinken. Immer viel Wasser trinken. Ja. 7., 8. und 9. 6. Was soll man da noch sagen? Christoph, was machst du am Montag? Am Montag hätte ich noch Zeit. Ja, was machst du denn? Jetzt am Montag, also übermorgen. Was ich da mache? Ja. Lass mich kurz überlegen. Also ich stehe morgens auf und dann flippe ich aus. Warum flippst du aus? Weil ich den ganzen Tag warte, weil die CDs haben sich angekündigt. Die CDs kommen am Montag. Das heißt, am du Montag kriegst mit der Spedition. Nee. Doch. Und du kriegst sie als erstes in die Hand? Ich krieg sie als erstes in die Hand. Ist das nicht der Hammer? Das gibt's nicht. Und wehe, du machst keine gescheite Block oder wie man das nennt. Okay, ich gebe es zu. Ich sag jetzt nur so. Oh siehst du, gesundes Essen kommt. Mein gesundes Essen. Entschuldigung, das ist falsch. Das ist falsch. Wir hatten. Siehst du, wie das ist? Da wird die Bedienung, die Bedienung ist schon mein Essen weg. Ah ja, weißt du warum? Hä? Weil es gut mit dir meint. Das sind alles, das ist Fett, Kohlenhydrate, das ist alles nichts. Ich hätte hier bloß das Oben drauf gegessen. Ich muss das ja testen, wie das schmeckt. Schmeckt gut. Irgendwas mache ich falsch. Ich komme noch mal kurz auf die CDs zurück. Ja, CDs. Ich sage das jetzt ja nur so, dass ich die entgegennehme. Ja? In Wahrheit nimmt dir mein Vater entgegen für mich. Weil das ist ein guter Vater. Ja, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Die stehen alle vor deiner Tür am Montagmorgen. Ja, eben, deswegen, weil sie alle vor meiner Tür stehen und niemand weiß, wo mein Vater wohnt. Ne? Deswegen habe ich gedacht, ich sage das jetzt einfach mal so. Aber mein Vater ist so lieb und nimmt sie entgegen. Die wissen, dass er in Oderstadt wohnt. Hey, Schnitt. Schade. Also, liebe Fernrip-Gemeinde, wenn ihr am Montag schon eine CD wollt, dann kommt er gerade. Kommt er schnell gerade. Habt ihr die Adresse mitgekriegt? Ja. Okay, sehr gut. Ich würde mal sagen, jetzt guten Appetit. Guten Appetit und. Es wird jetzt heiß. Ja, es wird jetzt heiß, aber ich werde noch ein Tischgebet beten. Wir danken wie besessen für dieses geile Fressen. Amen, Bruder. Amen. Amen. So, hier live aus dem Proberaum aus Otterstadt hab ich eine wichtige Entdeckung zu machen, beziehungsweise es hat jemand anders entdeckt, der namentlich nicht genannt werden darf. Er fürchtet, dass er nicht so gut wegkommt dabei. Aber hier, wie Jona vom Wal verschluckt wurde, berühmte Maler erzählen die Bibel. Da sieht man, wie lange es Feinripp schon gibt, weil da wurde was entdeckt. Und zwar hier auf Seite 79. Der Monty sagt ja immer, Feinripp gibt es seit 20 Jahren. Hier, der war schon viel, viel länger, gibt es ja anscheinend die Band schon. Weil guck mal, fällt euch was auf? Wie sieht denn der hier aus? Das kann doch gar nicht sein, oder? Das kann gar nicht sein. Hier, Ewigkeiten schon ist der Mann, ist jetzt der Monty schon dabei. So hier auf so einem Bild ist er sogar schon zu sehen. Also unglaublich, meine lieben Freunde. Weiter geht's.